Willkommen zu Brand Image. Mein Name ist Chris und das hier ist Hör doch mal. Ich höre doch mal, was ihr wollt, was ich doch mal höre. Ein großes Danke an alle, die sich nochmal die drei Hör doch mal Special Community Folgen von letzter Woche angeschaut haben. Wir hatten drei großartige Bands/Musiker. Wer das noch nicht gesehen hat, da oben in der Infokarte oder da unten in der Videobeschreibung. Die Punkrockband Ampere und die zwei Liedermacher Dorian Fester und Leon Asen. Großartig. Und heute schauen wir, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es war wirklich, ich glaube, ich habe gestern den Screenshot vom Voting gemacht. Ich glaube, bis vor einer halben bis eine Woche war es wirklich beide auf 34%. Aber jetzt, mit einer sackhaaresbreiten Länge Vorsprung, hören wir heute Turbo Bier. Die Band Turbo Bier ist eine deutschsprachige Punkrock-Band aus Österreich. Sie besteht aus 7 Musikern, aber wenn ich das richtig gesehen habe, treten immer nur 4 gleichzeitig auf. Also das sozusagen um den Sänger Marco Pogo herum sozusagen ein bisschen ein wechselndes Live-Line-Up. Die Band hat 3 Alben rausgebracht und 6 EPs. Auf Facebook haben sie momentan um die 39.000 Likes. Gegründet haben sie sich 2014 und damit haben sie einen relativ großen Bekanntheitsgrad für einen relativ kurzen Zeitraum. Respekt! Ich habe die Band tatsächlich schon einmal live gesehen und zwar letztes Jahr auf dem Eastercross Festival vor Eskimo Callboy. Es war jetzt aber nicht so, dass ich so zu 100% nur auf die Band geachtet habe, sondern es war halt so, die Band lief, wir haben ein bisschen gelabert, haben ein Bier getrunken und es ist auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, weil ich mir nicht mehr zu 100% sicher bin, wie sich die Lieder angehört haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihren medialen Durchbruch hatte die Band 2014 mit dem Helene Fischer Cover-Parodie-Song Arbeitslos durch den Tag. Und ich muss sagen, das ist auch der Song, an den ich mich noch am meisten erinnern kann. Und der taugt mir einfach überhaupt nicht. Meine persönliche Meinung, ich finde das Lied grauenhaft. Also sowohl das Cover als auch das Original. Aber die Band hat natürlich mehrere Lieder rausgebracht. 3 Alben, 6 EPs. Und wir hören jetzt mal in Turbo Bier rein. Und der erste Track, den ich mir anhöre, ist auch zufällig der Top-Titel bei Apple Music. Er heißt VHS und es klingt einfach nach einem interessanten Titel und ist vom aktuellen Album King of Simmering. Snapback und Kopfhörer, das sieht total seltsam aus. Ich bin nicht hier, um einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Ist hinter meinem Schrank gelandet. Das war jetzt nicht so geplant. VHS. Turbo Bier mit dem Song VHS. Ich habe ja schon, wer das gesehen hat letzte Woche bei dem Hör doch mal von Ampere, gesagt, dass ich es ganz geil finde, wenn so ein bisschen ein Dialekt mit in der Stimme ist. So wie es ja auch letzte Woche bei Ampere mit so einem leichten österreicherischen Dialekt war. Hier muss ich sagen, da ist mir, also mir persönlich, der Dialekt fast schon ein bisschen zu heftig. Also grundsätzlich, die Instrumentals, unglaublich tight. Die Stimme, Alter, die Stimme ist einfach so krass. Also diese leicht kratzige und auch die Stimmfarbe ist es einfach, die Vocals sind für mich das absolute Highlight. Aber ich tue mir sehr schwer mit dem Dialekt. Und es ist relativ anstrengend, das Ganze anzuhören, weil ich eben extrem auf die Wörter achten muss, damit ich sie verstehe. Und das schränkt so ein bisschen den Hörgenuss ein. Und ich verstehe jeden, der gar kein Problem damit hat und deswegen die Band arschgeil findet. Und ich finde sie auch gut. Ich finde die Band gut, ich finde den Song gut, ich finde eigentlich alles top. Aber es ist eben ein bisschen anstrengend, für mich persönlich. Weil ich einfach nicht so klarkomme mit dem österreicherischen Dialekt. Also im Sinne von, ich verstehe ihn nicht so gut. Ansonsten ist es ein Top-Song. Aber hören wir doch mal weiter
Und wir hören das Lied Arbeitslos durch den Nein auf keinen Fall. Hören wir den Song Die Bierpartei. Bierpartei von Turbo Bier. Ich muss hier sagen, ich habe es schon deutlich besser verstanden. Also da war der Dialekt ein bisschen zurückhaltender. Zu Bierpartei kann man noch sagen, die Bierpartei selber, also die BPÖ, ist 2014 ins Leben gerufen worden und ist tatsächlich im österreichischen Parteienregister eingetragen. Also es ist sozusagen eine echte Partei und sie wird auch bei der Nationalratswahl 2019 in Österreich zum ersten Mal wählbar sein. Okay, also das ist so in meinen Augen so the joke gone too far. Ich weiß es nicht, also ach, Politik ist ein Thema, damit setzen wir uns hier heute und auch nicht großartig auseinander. Aber das Lied Die Bierpartei finde ich auf jeden Fall cool, instrumental noch besser als VHS und ja, die Stimme ist geil, die Stimme ist einfach geil, da kann man nichts sagen. Aber mein Name wäre nicht Chris, hör doch mal, wenn ich nicht drei Lieder hören würde. Ja, das neue Testament heißt das Album und wir hören Punkfahrrad. Hören wir Punkfahrrad, das ist das vorletzte Lied bei den Top-Titel. Turbo Bier, das letzte Lied für heute, Punkfahrrad. Also was soll ich sagen? Es ist geil. An sich ist es wirklich geil. Das einzige Problem ist wirklich, dass es für mich persönlich ein bisschen anstrengend ist zu hören, wie ja schon gesagt. Und deswegen glaube ich auch, dass ich das so, die Studio-Version, also ganz normal die Lieder, nicht großartig anhören würde. Aber es ist, glaube ich, eine Band, die ich mir persönlich einfach sehr gut live geben könnte. Also ich würde mir die eher live geben, als jetzt auf CD anzuhören. Und wahrscheinlich so von dem Text her und von der Party-Affinität der Band, wahrscheinlich je mehr Bier im Kopf, desto besser wird die Band. Also positiv gemeint, jetzt nicht, man muss die sich schön saufen, sondern einfach je mehr man gesoffen hat, desto besser wird die Party da. Und ja, die sind übrigens Ende vom Jahr auf Tour im Oktober, nachdem sie jetzt auf einer sehr großen Festivaltour waren, beziehungsweise sind, das sind ja noch ein paar Festivals. Und ich muss sagen, also an sich, instrumental, die Stimme von Marco und alles in allem, würde ich ihnen eigentlich eine sehr, sehr, sehr hohe Bewertung geben. Aber dadurch, dass ich einfach, aufgrund, dass ich einfach diesen Dialekt nicht so ganz verstehe und ich jemand bin, der einfach gerne auch auf Texte hört, aber mir hier eben sehr schwer tue, auf Texte zu hören, einfach weil ich mit dem Dialekt nicht so gut verstehe, muss ich meine Bewertung ein bisschen runterschrauben, leider. Und deswegen 6 von 10. Ich glaube aber wirklich, dass ich live, also würde ich die wirklich komplett verstehen, alles. Das hört sich jetzt echt bescheuert an. Aber Es wäre eine stabile 8 oder 9 von 10 sogar, aber eben aus dem Grund, dass ich mir wirklich schwer tue einfach. Es ist geil, aber ein bisschen anstrengend zu hören für mich einfach. Und deswegen leider nur, ja, es ist 7 von 10. 7 von 10. 6 von 10 ist zu schlecht für die Band. Es ist auf jeden Fall eine 7 von 10, wäre ich jemand, der einfach den Dialekt ohne Probleme verstehen könnte, dann wäre das auf jeden Fall eine 8 oder 9 von 10. Definitiv. Aber so eben 7 von 10, aber eine sehr gute 7 von 10. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es gerne positiv bewerten und diesen Kanal abonnieren für, hör doch mal, für Musiknews, für anderen grandiosen Scheiß. Nächsten Mittwoch kommt wieder ein wunderbares Video. Und am Montag natürlich auch. Und am Freitag auch. Und das war's eigentlich auch schon. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Schaltet wieder ein.